Hallo ihr Lieben, ich habe Ihnen und euch heute, ein regelrechtes Kleinod mitgebracht, würde ich wohl behaupten. Es ist keine neue Geschichte, denn Chinggis Aitmatovs Djamila ist bereits 1958 zum ersten Mal erschienen. Und man könnte vielleicht meinen, ein so moderner Klassiker. Jetzt hat der Galliani Verlag eine neue Ausgabe herausgebracht, die wunderschön illustriert ist von Cat Menchik. Und darum möchte ich euch das Buch ans Herz legen. Es ist eine der schönsten Liebesgeschichten der Welt, so sagt man. Und erzählt wird sie von dem 15-jährigen Said, der zwei ältere Brüder hat, die im Krieg sind, denn es spielt 1943 in der kasachischen Steppe in einem kleinen Dorf. Und einer seiner älteren Brüder ist oder hat sich kurz bevor er an die Front musste, einberufen wurde, mit Djamila verheiratet. Und jetzt in diesem Dorf sind quasi nur noch die Frauen oder Kriegsheimkehrer, die mit schweren Verletzungen zurückgekommen sind, da und müssen die ganze Arbeit verrichten, auch die wirklich unglaublich schwere Feldarbeit. Und Said erzählt uns jetzt von Djamila und wie er so ein bisschen auf sie aufpasst. Schließlich ist keiner da, der das machen könnte. Und Djamila ist eine ganz bezaubernde Frau. Sie ist attraktiv, sie ist stolz, sie ist selbstbewusst und sie lässt sich nichts sagen. Sie ist was ganz Besonderes, vielleicht zur damaligen Zeit ein bisschen rebellisch, könnte man sagen. Und Chinggis Aitmatov hat sie auch wunderbar beschrieben. Das möchte ich euch gerne mal vorlesen, das kleine Stück. Dann bekommt ihr auch gleich so ein bisschen einen Einblick, wie zeitlos und wunderschön diese Geschichte ist. Manchmal fing sie ohne jeden Grund zu lachen an und dazu noch ganz laut und übermütig. Und wenn sie von der Arbeit heimkam, ging sie nicht. Sie flog nur so. Mit einem Satz sprang sie über den Graben, kam in den Hof gerannt und ehe man sich's versah, umarmte und küsste sie bald die eine, bald die andere Schwiegermutter. Außerdem sang Djamila sehr gern. Fast immer summte sie irgendein Lied vor sich hin, ohne Scheu vor den alten Leuten. Das alles passte gewiss nicht zu den überkommenen Vorstellungen, die man im Aul, das ist das kleine Dorf, vom Benehmen einer jungen Frau hatte. Aber die beiden Schwiegermütter beruhigten sich damit, dass Djamila im Laufe der Zeit gesetzter würde. In der Jugend waren ja alle Frauen so. Für mich aber gab es auf der ganzen Welt keinen besseren Menschen als Djamila. Wir waren die besten Freunde. Und wie oft geschah es, dass wir ohne den geringsten Anlass lachten und im Hof einander jagten. Cat Menchik hat dieses Buch so traumhaft schön illustriert, dass man wirklich, also dass man gar nicht umhin kann, diese Geschichte zu lesen. Wie gesagt, die Frauen sind in diesem kleinen Dorf für alles zuständig. Sie müssen die wirklich unglaublich schwere Arbeit machen. Und dann gibt es da aber noch einen kriegsversehrten jungen Mann, Dani Ja heißt er, der so ein bisschen wortkarg, so ein bisschen eigenbrötlerig ist und Djamila neckt ihn. Ihr Mann ist an der Front, keiner weiß, ob er wiederkommt und so ganz vorsichtig bahnt sich, Said beobachtet das Ganze, so ganz vorsichtig bahnt sich da etwas an, was nicht sein darf, was nicht sein soll, denn schließlich ist sie verheiratet.
Und ich möchte euch gar nicht so ganz furchtbar viel darüber erzählen, denn es sind nur knapp 100 Seiten, die man hier liest. Aber ich möchte euch dieses Buch wirklich wärmstens ans Herz legen. Genghis Aitmatov, Jamila. Wunderschön illustriert von Kat Menschik und aus dem Russischen übersetzt von Gisela Drola. Und was dieses Buch so besonders macht, hier geht es wirklich, also wie Genghis Aitmatov die Natur beschreibt und die Menschen beschreibt und das Leben in dieser Zeit, das ja nicht einfach war, das ist so mit so klaren und ganz knappen Sätzen, dass man sofort sieht, wie sie alle durch diese Steppe reiten, wie sie auf den Feldern arbeiten, wie die Menschen einander Halt geben, weil der Krieg nun mal seinen Tribut fordert. Das hat er so bildhaft in Worte gefasst, dass man wirklich sagen kann, und so zärtlich, wie er diese Liebesgeschichte beschreibt, dass man wirklich sagen kann, das ist die schönste Liebesgeschichte der Welt. Ich habe dieses Buch vor vielen Jahrzehnten gelesen. Es war damals Schullektüre in der DDR und habe sie immer noch ganz genau in Erinnerung. Als das Buch jetzt erschien, musste ich es mir natürlich sofort zu Gemüte führen und habe festgestellt, es hat nichts an seinem Reiz und an der Schönheit verloren, so wie ich es in Erinnerung hatte, und das ist schon viele Jahre her. Ein kleines Kleinod, eine Kostbarkeit, ein Leseschatz, könnte man sagen. Und da hat der Galliani Verlag in Berlin wirklich was ganz Tolles herausgegeben. Übrigens gibt es aus der Reihe noch ganz viele andere tolle Sachen. Kat Menschik hat nicht nur dieses hier wunderschön illustriert. Es gibt zum Beispiel Durch den wilden Kaukasus und auch eine Geschichte von Volker Kutscher. Oder vielmehr zwei Geschichten sind es sogar schon. Es gibt eine ganz unheimliche Geschichten von Edgar Allan Poe und norwegische Märchen. Also eine Reihe, die ich euch sehr empfehlen möchte. Wunderschön illustriert. Ein Schatz.